Twitter, halt die Klappe. Übrigens, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne auch auf Twitter vorbeischauen. Link ist unten in der Beschreibung und das übliche YouTube-Zeug kennt ihr ja auch. Das wiederhole ich jetzt nicht alles, weil da habe ich keinen Bock drauf. So, graben wir uns hier random mal ein bisschen rein. Und hoffen, dass wir noch was finden und nicht gleich sterben werden. Gleich mal schön tief runter erstmal auf Diamantensuche gehen. Ah, Eisen haben wir schon mal gefunden. Das ist doch schon mal etwas. Da hat sich der Weg ja schon fast gelohnt, ne? Natürlich war ich wieder so heldenhaft und habe keine weitere Spitzhacke mitgenommen. Ja, alles klar. Aber zur Not bauen wir uns halt einen Ofen. Wir haben ja Kohle und machen hier alles geschwind. Nein. Aber ich habe ihn, glaube ich, in den Grill gehauen. So, zurück zur Ausgangsposition. Das darf ja unser Treppchen hier nicht verschoben werden. Das geht ja mal gar nicht. Und da haben wir schon die nächste Kohle. Das ist ja fast rein, kaum zu glauben. Ja, ich bin kein so gesunder YouTuber, ich trinke Cola aus der Flasche. Weil mit Wasser kannst du mich jagen. Ja, ups. Hab ich einfach das Licht ausgemacht. Und gerade nochmal. So, jetzt aber. Und natürlich ist jetzt die Spitzhacke kaputt. Natürlich. Aber das kriegen wir hin. Das ist gar kein Problem. Machen wir uns erstmal eine Werkbank. So, und dann unser Öfelchen. Ja, komm, machen wir gleich 8 Stück. Ne? 6 Stück reichen. Erstmal hier Kohle rein, buttern und Eisen rein damit. Ja Gott, bin ich jetzt nicht doof. Jetzt hat. Wie tief sind wir denn schon? Erst auf 20, da muss noch ein bisschen was. So, direkt mal eine neue Spitzhacke machen, machen wir gleich 2. Natürlich fehlt uns jetzt eine Kohle, ein Eisen. So, jetzt hat. Und weiter geht's. Das können wir ja hier brutzeln lassen, das können wir später wieder abholen.
drüber damit. Ja, und nimm's Schwert, nimm's Schwert. Genau so machen wir das. Hehe, so geht es aber nicht. Und ihr seht ja schon wieder nichts mehr. Ich muss mir angewöhnen, öfters Fackeln zu setzen, wenn ich aufnehme. Weil ihr immer so schnell nichts mehr seht. Das fällt einem jetzt gar nicht so auf. Wer will denn hier was? Ist das schon Obsidian oder? Möglich wär's, wir sind auf einer 5er Höhe. Muss ja aufpassen, dass hier nicht noch irgendwo Lava am Start ist. Buddeln wir uns doch einfach mal ein bisschen nach vorne. Oh, ich hasse Kies. Kies ist das Schlimmste, was es in Minecraft gibt, finde ich. Das hört sich an, als ob ein Zug vorbeifährt. Oder ein UFO landet, das könnte auch sein. Höher Lava. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ja, dann schauen wir mal doch, ob es hier vielleicht weitergeht, ohne dass wir uns grillen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Kies hasse? Aber. Haha, Trick 17. Funktioniert heute noch genauso gut wie damals. Natürlich muss da jetzt eine Kohle sein, die ich unbedingt haben möchte, weil ich geizig bin. Gerade habe ich noch gedacht, wir können ein paar Redstones gebrauchen, dass wir uns gleich mal einen Kompass machen können, dass wir im Zweifelsfall auch wieder nach Hause finden. Und zack, haben wir Redstones gefunden. Das ist ja astrein. Ich bin doch so dumm wie Brot. Sterbe ich jetzt elendig hier unten oder werde ich es überleben? Wie lange brennt man denn bitte? Erstmal ein gebratenes Hammelfleisch dahinter kippen. Ich hab's überlebt, Jungs. Ich hab's überlebt. Und Mädels, alles cool. Einmal ich aufgepasst und fast ist man gegrillt worden. Ich meine, heute ist der 1. Mai, aber ich grill mich nicht selber. Ich hasse Lava. Ich hasse Lava. Ihr wisst ja, worauf ich abgesehen habe. Ich hoffe immer noch Diamanten zu finden, so ziemlich auf die Schnelle gleich am Anfang. Und natürlich gegen Kohle und alles andere ist auch nichts einzuwenden. Ich könnte wetten, sie baut oben schon wieder die größten Städte, von denen ich hier nichts mitkriege. Nee, ich bin im Dorf und bin verirrt. Okay, sie ist im Dorf und hat sich verirrt.
Das ist immer gut. Will man Dörfer plündern? Denk dran, wenn du Dörfer plünderst, kommen, glaube ich, irgendwelche Plünderer oder sowas, wie ich gelesen habe. Nee, Außenposten war das. Sind wir hier schon bei Far Cry? Es ist auch noch nachts draußen. Also läuft Hardcore. Dafür wäre ich gerade ein Lavatod fast gestorben, also von dem her. Schon wieder Kohle, das ist ja ein Träumchen. Wahrscheinlich so meiner Meinung nach sowieso eine der effektivsten Methoden, wie man schnell an Rohstoffe und allgemein auch die Diamanten findet, weil Diamanten sind ja bekanntlich, wenn es immer noch so ist, auf einer Höhe zwischen 3 und 5 am häufigsten. Und wenn man dann immer so diese Schneisen reinschlägt, deckt man alles ab und verpasst hoffentlich nichts. Natürlich verpasst man in Minecraft wahrscheinlich immer irgendwo irgendwas, weil man kann einfach nicht alles abdecken, aber ja, ist meiner Erfahrung nach sehr effektiv. Gott, ich hoffe, ihr hört mich, weil der Ingame-Sound so laut ist. Okay, das muss ich nachher wahrscheinlich nachpegeln. Mal in Minecraft ein bisschen leiser machen. Musik und Geräusche. Ah, so ist das doch schon viel angenehmer. Ja, definitiv angenehmer. Jetzt hört ihr mich bestimmt auch wieder lauter wie die Musik. Ja, ich weiß, das ist jetzt gerade nicht sehr spannend hier, aber da muss man durch. Und wer sich Minecraft-Videos anschaut, rechnet mit sowas ja sowieso. Also entschuldige ich mich dafür auch nicht. Habe ich da etwa Gold gesichtet? Das ist so ziemlich unnötigster Rohstoff in Minecraft, meiner Meinung nach. Weil Gold, es taugt einfach nichts in Minecraft. Es ist zu weich, es geht immer gleich kaputt. Das Einzige, glaube ich, was ich mal gelesen habe, ist, dass die eine goldene Schaufel, mit der tust du am schnellsten Erde oder Kies abbauen, schneller wie mit Diamant, aber dafür hält sie halt nicht annähernd so lang. Aber das lohnt sich dann im Endeffekt meiner Meinung nach nicht. Wobei man allgemein eine Schaufel eigentlich nur braucht, wenn man wirklich, also eine Diamantschaufel lohnt sich nur, wenn du wirklich viel Terraforming machst, da kann den einen Diamanten dann gerne opfern. Aber ansonsten hat natürlich meiner Meinung nach Waffen und Spitzhacken und eine Rüstung die Priorität. Rohstoffe, immer her damit. Ja, Stein werden wir dann direkt wieder genug haben, dass wir wieder ein ganzes Schloss bauen können wahrscheinlich. Vielleicht machen wir diesmal auch wieder mal sowas. Keine Ahnung, was noch kommt. Ja, Licht wieder ausgemacht. Ah, habe ich noch Vorrat für Licht? Ja, ich habe noch Vorrat für Licht ein bisschen. Ja, hier schon irgendwo Lava blubbern auf dem rechten Ohr. Also immer schön aufpassen.
Nee, das hört sich an, als ob die Lava von links und rechts kommt. Oh, die Spitzhacke ist ja sowieso gleich im Arsch und ich auch, wenn ich nicht aufpasse. So, tschüss Lava. Ich hab doch gewusst, dass hier irgendwo Lava kommt. Ja. Wir gehen jetzt dann sowieso mal nochmal Richtung nach oben und ein bisschen den Müll loszuwerden und uns nochmal was zu futtern reinzuschieben. Weil das sieht ja auch schon wieder hungrig aus. Ja, die Spitzhacke machen wir jetzt noch schnell leer gleich. Das sind ein paar Klöpper und dann ist die weg. Und dann holen wir uns erstmal was zu futtern, werden den ganzen Stein hier los. Siehst du, schon ist sie weg. Ein Hackerle. So, und dann werde ich mir auch schon bald überlegen müssen, wo ich mein Lager baue. Wir spielen hier ja diesmal ohne Mods, ohne alles. Also gibt es hier auch keine... Naja, Cheats würde ich es jetzt ja nicht nennen, aber halt nichts Besonderes. Wieder nur diese standardmäßigen Kistenlager. Mehr machen wir jetzt hier dieses Mal nicht. Und ich denke mal, da werde ich jetzt dann auch gleich schon anfangen können. Oder müssen. So viel Stein, wie ich schon wieder gesammelt habe. Was ist denn hier der Ausgang? Ja, geh mal halt durchs Wasser. Ich hasse Wasseraufzüge, weil ich dazu immer einfach zu blöd bin. So, erstmal Rinder mit in den Ofen. Und da füllen wir mal ein bisschen auf. Was haben wir denn hier? Klassisches Haus aus Öfen. Wie jetzt? So. Ofenhaus. Eisen. So, wie sieht's denn hier aus? Was haben wir denn hier am Start? Ein bisschen Erde, Bretter, Redstone, Staub. Erstmal Kompass am Start. Und Redstone kam hier erstmal weg. Gießkannen weg, Andesit, Diorit, der ganze Dreck. Ach, erstmal alles so weit hier rein. Ist ja schon wieder voll. Hey, yeah, Träumchen, Träumchen. Und das ist das Schlimmste in Minecraft: Regen. Ich hasse es. Ich hasse es einfach so sehr. Schäflis. Hast du eigentlich mittlerweile mal noch irgendwo Schäflis gefunden und dir ein Bett zu bauen? Ja, aber ich finde war noch nicht heim.
Dann geh runter, hol dir Redstone und bau dir einen Kompass. Wir haben ja in der Nähe vom Spawn gebaut. Ihr seht mich ja gar nicht mehr, wenn ich so nach vorne gebeugt bin. Eine kleine Dusche, die braucht jeder mal. Stehen ja zwei Betten. Meets. Pat fragt, ob wir auf CSGO spielen. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Du nimmst doch gerade auf, oder nicht? Ja, und kann ich ja rausschneiden zur Not. Schreibt, 1 bis 3 Runden würden gehen. Nicht jetzt. Hat die hier einfach 2 Hundis mitgebracht, die wir mit durchfüttern müssen? Vitamax. Mit dem Kopf. Nur bei Gewitter schlafen, es regnet doch, das ist doch Gewitter. Ich hab dir einen Kopfschmuck gemacht. Sie macht alles kaputt, was ich hier kaufe. Mühevoll Bau, Blumenpflück, etc.
Ich hatte nämlich Angst im Dunkeln.